Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunno Gaming. Und heute spielen wir mal Call of Duty Black Ops 6. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Ich wollte dieses Spiel schon eigentlich viel früher spielen. Ich glaube, es sollte eigentlich schon Mittwoch rauskommen. Ja gut, wir haben heute Samstag, also es kommt für euch erst Sonntag raus. Wieso, weshalb alles sich so ein bisschen verschoben hat, ist, weil mein Opa gestorben ist. Dann aber auch noch, weil ich das Spiel nicht installiert hatte und dann auch keine Zeit hatte, das zu installieren. Ich habe das nämlich jetzt gestern, für euch ist es gestern gewesen, gestern die ganze Nacht durchlaufen lassen. Ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, was man hier überhaupt machen kann, weil ihr müsst wissen, ich habe dieses Spiel noch nie zuvor gespielt. Ich habe absolut keine Ahnung von Call of Duty, wenn ich ehrlich bin. Also man kann ja anscheinend spielen drücken, das habe ich irgendwie nicht installiert. Ich habe auch noch ganz viele andere DLCs und sowas, die ich mir herunterladen könnte. Habe ich aber erstmal nicht gemacht, weil ich mir dachte, komm, wir spielen erstmal so. Und wir spielen natürlich auch erstmal Kampagne, würde ich sagen, weil ich habe absolut keine Ahnung, was diese beiden anderen hier sind. Ich habe, glaube ich, mehr Spiele auch nicht installiert. Und Zombies, weiß ich nicht, ob man das installieren muss. Wir werden erstmal Kampagne zocken, was auch immer das sein soll. Und nebenbei trinke ich Kakao, weil ich trinke keinen Kaffee. So. Steht da wieder Update, ey. Es könnte sein, dass es manchmal hier so ein bisschen rumhängt. Liegt einfach an der Übertragung. Läufer schlägt Turm. Ich kann nicht glauben, dass Livingstone mich und Harrow wieder zusammen ins Feld schickt. Ist schon eine Weile her. Woods sagt, dass dieses... Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Alavi den Aufwand wert zu sein schätzt. Fange Said Alavis Konvoi im Kuwait ab und bringe ihm lebend zurück. Lebend? Mhm. Ich muss kurz meinen Kakao leer trinken. Deine Fähigkeit im Kampf werden auf Probe gespielt. Ich würde sagen, ich bin Soldat. Eigentlich bin ich Rekrut, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das für ein Spiel ist, aber gemacht das. Mhm. 1989. Eine ganze Klasse von US-Nuklearraketen wird vernichtet. Bedeutet, dass das Zeitalter der nuklearen Abrüstung begonnen hat. Zwang die Welt im Krieg. Wir halten den Kurs bei und wir werden Erfolg haben. Es darf jetzt keine Unterbrechung geben. Und es darf keinen Zweifel geben, Operation Desert Storm funktioniert. 1991. Call of Duty Black Ops 6. Okay. Trailer. Mhm. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ich hoffe, wollen Sie das bestreiten? Wir haben das schon besprochen. Was wollen Sie denn noch? Es reicht. Sie hatten einen direkten Befehl, Mr. Marshall, als klar war, dass Ihr Einsatz... Ich muss gar nicht vorlesen, weil die lesen auf Deutsch. Sie waren nicht da. Und die Gruppe, die Sie kompromittierte, das Pantheon, war das der Name? So hat Aloy Sie genannt. Wann erfahren wir, was hier wirklich los ist? Ich stelle hier die Fragen, Mr. Woods. Sir, wenn Sie den Bericht lesen, werden Sie... Das habe ich getan, Miss Harrow. So manches darin ist recht schwer zu glauben. Und was geht's? Also gehen wir es nochmal durch. Alles. Und diesmal die Version von Marshall. Von Anfang an.
Wir waren in Position nahe der irakisch-kuwaitischen Grenze. Das Team bestand aus mir, Harrow und Case. Mhm. Und jetzt geht's los. Kuwait 1991. Alawi ist früh dran. Wen er auch trifft, wird nicht lange warten. Nein, nicht bei einem Schmuggler. Ich wette, Alawi legt einiges hin für die Flucht aus dem Nahen Osten. Nicht, dass das wichtig wäre. Er kommt mit uns. Outlaw 42, wir sehen jetzt den Konvoi. Markieren das Ziel. Auf. Roger Boden, Ziel bestätigt. Warten auf euer Zeichen. Over. Und los. Mhm. Outlaw, ihr habt Angriffsfreigabe. Ende. Oh, und jetzt wird geballert, oder was? Angriff und Ende. Das wird ein hübscher Stau. Jo. Oh. Batz. Zwei Stück. Wo landen die denn jetzt? Da landen die. Okay. Könnte dann sich jetzt 50 mal sterbe? Er wird in der Mitte des Konvois sein. Und denk dran, Livingston will Alawi leben. Läufer schlägt. Horas, zum Exfiltrationspunkt. Ja, ja. Keine Sorge. 5 Minuten. Alawi ist Verteidigungsminister und steht zur Rampe. Jo. Wir werden gut trainiert und schwer bewaffnet sein. So. Bewegung, Trucktür. Verstanden. Wie kann man denn rennen? Zwei Ziele erledigt. Da sind noch mehr. Weiter in den Raum. Hä? Oh. Und noch einer. Wir wissen bald, dass wir hier sind. Hallo, ich will rennen. Man kann, glaube ich, gar nicht rennen. Kann es sein? Okay. Alawi ist in einem schwarzen Truck. Die Straße. Finden wir ihn schnell. Verstanden, schwarzer Truck. Mach weiter Druck, Case. Oh, da wird irgendwas geworfen. Nachladen. Mein Aim ist ja sehr gut. Sehe nichts. Kannst du den Truck sehen? Negativ! Alawi war in der Mitte des Konvois. Weiter die Straße hinauf. Verstanden, wir finden ihn. Okay, okay, okay. Wow. Von wo? Ah, ich sterbe. Hilfe. Ziel auf der Straße. Boah, das ist am Abnippeln hier. Wir müssen den schwarzen Truck finden. Okay, wir gehen weiter, wir gehen weiter. Ich weiß immer noch nicht, wie man... Nee. Wie man in Deckung geht. Ach, ich habe noch mehr Waffen. B, mit B gehe ich in Deckung. Jetzt habe ich es verstanden. Entdeckung, Entdeckung. Okay. Komm jetzt. Ja. Aua, 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 aua. Okay, okay, okay. Junge, es ist geil, das Spiel, muss ich sagen. Ich sehe Alawis Truck in der Mitte der Straße. Okay, let's go. Ich geh hin. Case an die Tür. An die Tür, ja. Öffnen mit X. Boah, Bruder, erschreck mich doch nicht. Digga. Junge! Ganz ruhig! Wir wollen dir nichts tun! CIA?
Wer hat denn einen Deal? Deal? Nicht mit uns. Wo wolltest du hin? Ferrara Lügen! Euer Mann wollte mich unser rausholen! Sehr genau. Von uns? Nein, aber auch nicht irakisch. Pantheon. Wir müssen weg. Gegen die habt ihr keine Chance. Sie haben uns nicht gesehen. Lassen wir es dabei. Na los. Als ob die uns je gesehen haben. Also verstehe ich das richtig, Mr. Marshall? Diese Gruppe aus ihrer Aussage, das Pantheon, war eine multinationale, schwer bewaffnete paramilitärische Gruppe, die aus dem Nichts auftauchte. Sie sollten auf Verstärkung warten, aber stattdessen spielten sie lieber den Cowboy. Wir mussten schnell handeln. Unser Fenster schloss sich. Hat er oder hat er nicht ihren Befehl missachtet? Ja, Sir, aber der beschleunigte Zeitplan machte es... Das reicht schon. Ich erwarte gar nicht mehr von Ihnen. Aber von Ihnen. Sir, der Auftrag war die Ergreifung Alawis mit allen erforderlichen Mitteln und... Oh, das weiß ich. Was ich nicht weiß, ist, warum er in der Leichenhalle auf Eis liegt. Es wurde... kompliziert. Ah, okay, also er ist doch gestorben dann. Oder was? Wer sind diese Leute? Pantheon besteht aus Ex-Agenten aus Europa und Amerika. Ich weiß nicht, wer sie anführen. Wir kommen hier nicht weg. Rufen wir Verstärkungen und warten. Steh jetzt hier einfach nur rum und mach gar nichts. Gar keinen Fall. Faraj, komm. Wir sind auf dem Weg zu dir. Nein, wir sind kompromittiert. Alawi wird uns nur aufhalten. Alawi, kommst du mit uns oder dem Pantheon? Ich komme mit euch. Verdammt, Troy. Kluger Mann. Case, dünn bis etwas aus. Ausrüstungsrad. Rüste dich mit von dir getragenen Objekten aus und tausche sie, drücke um Halte, um das auszuziehen. Fernlenkrad. An die Arbeit, Case. Ups. Das ist unsere Lücke. Da nichts wie durch. Nachladen. Aua. Jo. Okay. Voraus! Jetzt. In der Büsche! Jo, ich bin aus bisschen ins Feuer geflogen. Hier ist noch niemand mehr, oder was? Doch da. Lebt da noch nicht. Warum kann ich nicht mehr lenken? Okay, weiter vor. Wow! Oh, weg hier! Okay, haben wir. Das ist der einzige Weg hier raus. Wo ist eigentlich der andere jetzt hin? Faraj, wir kommen näher. Faraj, kommen. Der wird sehr sicher dort sein. Du passt auf, dass du uns nicht aufhältst. Hier unten sind kann ich den abschießen? Ziele. Lass den Scheiß. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Ja, kann ich.
shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hier sind zwei Granaten, weg hier. Okay, so. Ich bin tot. Ups. Manchmal ist die Lösung, alles in die Luft zu jagen. Okay. Das ist der einzige Weg hier raus. Paras, wir kommen näher. Paras, kommen. Wird der sicherer dort sein? Du passt auf, dass Moin. Du uns nicht anfällst. Bleib lieber hinter denen. Unten sind wir leichte Ziele. Pantheon kann uns hier einfach abschießen. Okay. Ich wollte das Ding gar nicht nehmen. So. Geh doch mal down, Alter. Granate. Jetzt wurde ich schon wieder von einer Granate getroffen. Bitte nicht von vorne. War zum Glück. Nee, ich gehe nicht vor, er geht immer vor. Ja, so ist gut. Eh nichts. Mann. Persönlich um. Faras wird uns unten treffen. Faras! Alles okay, denke ich. Irgendwer verletzt? Ist das euer... Nein, 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 nein! Verräter. Waren es 10 Monate auf der Flucht? Marshall, oder? Woods neues Projekt. Du kannst
sonst loslassen, Junge. Ich bin hier fertig. Jane? Du hast gerade kaltblütig ein hochrangiges Ziel getötet und die nationale Sicherheit gefährdet. Das Pantheon darf Alawi nicht erwischen. Langley auch nicht. Die CIA ist kompromittiert. Mhm. Aber nicht durch mich. Ich bin der Sündenbock. Und das sollen wir glauben? Hey Jane, kannst du ihm was auf den Mund kleben? Klar. Warte. Ich habe eine Nachricht für Woods. Ach ja? Sagt ihm, Läufer-Schneckturm. Was zum Teufel soll das heißen? Zeit zu gehen. In den Schlupf. Hey, hast du den Werfer? Wir schießen ihn ab. Jo, sorry, Digga. Da, auf 6 Uhr. Ich seh nichts. Eh nicht. Hä? Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch getroffen. Zeit zu gehen. Egal, Leute, nochmal. Ich sehe ihn nicht. Irgendwas falsch. Na los, Case, ich brauch dich. Volltreffer. Ah, jetzt hab ich ihn. Oh, Scheiße. Oh, der ganze Teiler, ja. Keine sichtbaren Bedrohungen im Luftraum. Alles gut. Jetzt blüht uns was wegen Alawi. Viel Glück dabei. Boah. Sonst noch etwas? Sir. Die Regeln wurden verletzt und Alawi ist tot. Doch die Festnahme Russell Adlers ist ein kategorischer Glücksfall. Ja, Miss Harrow. Abtrünnige Agenten zu ergreifen, ist sicher ein Sieg. Mhm. Russell Adler. Der Mann, der uns in Panama verraten hat. Der Mann, der verantwortlich ist für Ihren Zustand, Mr. Woods. Warum also wollte er Ihnen in Kuwait etwas sagen? Läufer schlägt Turm. Was könnte das bedeuten? Keine Ahnung. Also gut. Basierend auf Harrows zögerlichem Bericht und der Zurückhaltung von Informationen über Russell Adler, ist das Team suspendiert. Soll das ein Witz sein? So ein Bullshit. Und Sie, Miss Harrow, Sie bewegen sich auf wirklich dünnem Eis. Typen wie Adler und ich sind der Grund dafür, dass wir jetzt kein Russisch sprechen. Der Kalte Krieg ist Geschichte, Mr. Woods. Das macht aus Ihnen und Adler die letzten globalen Revolverhelden einer vergangenen Ära. Sie sollten vielleicht darüber nachdenken. Das ist alles. Raus mit Ihnen. Okay, also wurden wir jetzt suspendiert. Ja gut. Hab ich gesagt. In 5 Minuten. Ich rate Ihnen, es einfach dabei zu belassen, Marshall. Also der ist irgendwie ein bisschen so ein Arsch, sag ich mal so. Okay. Bewunderst du deine Arbeit? Warum hast du das behalten? Nicht alle Erinnerungen müssen Narben sein. Warum sind wir hier, Harrow? Weil ihr etwas wisst. Kann ich erfahren, was ihr geplant habt? Die Kinder und ich brauchen eine Auszeit. Vielleicht ein kleiner Trip. Etwas nachdenken. Okay. Ich kann versuchen, euch von hier aus den Rücken freizuhalten. Aber wenn was schief geht, mal wieder, seid ihr allein. Verstanden. Hast du einen gut? Nur einen? Klar. Hier, ein Dutzend. Tu mir einen Gefallen, Troy. Versuch nicht zu sterben. Ich werde mich bemühen.
Okay. Junge, also wirklich. 3 Tage später, okay. Läufer schlägt Turm. Wolf wusste genau, was das bedeutet. Adler zeigte uns unser Ziel. Das Schwarze Meer. Laut Woods entdeckten er und Adler vor 15 Jahren einen verlassenen KGB-Unterschlupf in Bulgarien. Er hieß der Turm. Letztes Jahr, bevor Adler verschwand, ging Gerüchten nach über eine paramilitärische Gruppe. Eine, die Befehle direkt aus der CIA erhielt. Er glaubte, dass Pantheon entwickelte eine neue Art von Waffe. Eine, wie sie die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Und was für ein Zufall. Bald darauf gab es Beweise, die Adler belasteten. Und er floh. An diesen Ort. Was wir hier in den letzten Tagen gefunden haben, hat alles verändert. Jetzt stelle ich alles in Frage, was ich über Adler, Livingston und die CIA geglaubt habe. Jo. Ich weiß noch nicht, was ich wegen Jane machen soll. Vielleicht hat Woods recht und sie ist eine wertvolle Insiderin, aber wenn Langley von unseren Plänen erfährt, gerät sie ins Kreuzfeuer. Adler brachte uns aus einem Grund her, das Pantheon zu stoppen, bevor sie zuschlagen. Woods glaubt, dafür brauchen wir ihn zurück. Das wird nicht leicht. Aber er hinterließ uns seinen Namen. Ist ein guter Anfang. Okay. Ey, die Geschichte ist ja voll geil. Jede Sekunde zählt. Du kennst den Plan. Shevati Dumas, die Person, die du triffst. Keine Ahnung, warum Adler mit ihr in Kontakt stand, aber Spur ist Spur. Wir können ihr nicht vertrauen. Ich bezweifle, Adler hat es. Verdammt. Sie könnte Teil dieses Pantheon-Dings sein. Wem können wir trauen? Dumas will Case in Avalon treffen, also machen wir das. Na, na, na. Hier spielt wohl jemand den großen Mann. Finden wir erst Adler, bevor wir das entscheiden. Genau deshalb fahre ich nach München und werde deinen alten Freund bewirten. Freund? Wohl kaum. Ich hasse den Kerl, aber wir... jetzt gehen die weg. Manchmal ach so, ich sollte mal mitlaufen. Wenn er so gut ist, wie du sagst... Leute. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier irgendwie zwischenspeichern kann. aber ich würde damit die Folge auch beenden, weil ich habe jetzt eine halbe Stunde fast das Spiel gespielt. Es ist auf jeden Fall geil. Die nächsten Folgen werden wahrscheinlich auch so alle immer eine halbe Stunde gehen. Generell habt ihr vielleicht gesehen, dass die ein oder anderen Videos jetzt etwas länger gehen. Ich habe ja irgendwann mal, glaube ich, gesagt, in irgendeinem Video, dass ich jetzt mal aktuell ein bisschen gucke, soll ich mal Videos länger machen und sowas. Und ja. Mache ich auf jeden Fall jetzt, ne, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, und du. Ciao, ciao. Komm, wir fahren Richtung Sonnenuntergang. Ja, ja. Unser Ziel ist das irgendwo im Irgendwann. Hol am Split, die Pink ist auf in mein Bauch so blaue Butterflies. Kommt die Wolken, kann auf Seite sein. Hat Dummer eigentlich ein Waffenschein.